Ja, hallo meine milchigen Muffin-Gesichter und herzlich willkommen zum Frühstück mit Lea. Und zwar habe ich hier einmal, ja, Croissants für euch im Test. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle diese 7 Days Croissants. Ja, die gibt es ja eigentlich überall zu kaufen. Das hier ist jetzt mal eine neue Sorte und zwar mit Cookies and Cream. Ja, oder mit Cream Cookies. Ihr seht hier einmal dieses Croissant mit einer Milchcreme-Füllung und mit Kakaokekstücken. Ja, wie gesagt, eine Cookie-Creme-Füllung. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Ja, normalerweise gibt es sie ja nur mit Schokoladenfüllung oder mit Vanillecreme. Mit Aprikosencreme habe ich sie auch schon mal gesehen. Oder wie gesagt, mit Kirsch oder Erdbeer. Aber Cookies and Cream ist jetzt mal ganz was Neues. Oh, und es ist auch relativ groß. Ja. Und ja, wir wollen uns jetzt erstmal hier die Füllung angucken. Ja. Kann man sie sehen. Ihr seht hier schon mal auf jeden Fall eine Schokofüllung. Ja. Ja, also man sieht hier echt schon mehr Schoko als Vanillecreme. Ja, also eine helle Creme ist es nicht wirklich. Und ich beiße auf jeden Fall hier jetzt erstmal rein. Ja. Wie gesagt, mit den Kakaokekstücken hier wurde nicht gespart. Deswegen auch sehr intensiver Kakaogeschmack. Ich finde ja sowieso diese Fertig-Croissants, die sind immer relativ bedingt gefüllt. Ja, also es ist nicht wirklich viel Füllung enthalten. Aber es schmeckt eigentlich, ja, wie ein normales, fertiges, abgepacktes Croissant mit einer Kakaocreme-Füllung. Ja, ihr merkt schon, ich raste nicht sonderlich aus. Es ist auch nicht wirklich das Highlight. Nee. Also ich mag ja sowieso frisch aufgebackene Croissants am allerliebsten, so zum Frühstück. Das hier ist jetzt auch ziemlich weich. Wie gesagt, das ist so ein abgepacktes Fertigding. Und ja, Cookies and Cream, sagen wir. Ja, Cookies, ja, ne, Cookies. Schokolade vorhanden, aber mehr auch nicht. Ja. Müsst ihr selber sehen. Empfehlen kann ich es jetzt nicht. Aber wie gesagt, in einer Verpackung sind immer 4 Stück drin. Ich hatte mir da jetzt so ein einzelnes mal rausgeholt. Vielleicht habe ich mit dem anderen mehr Glück, dass in einem anderen Croissant mehr Milchcreme-Füllung enthalten ist. Hier auf jeden Fall jetzt erstmal nur Schoko. Und ja, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Ganzen hier auch 4 Punkte geben. Ja, Leute, ist nicht wirklich richtig geil. Denn doch lieber einen leckeren Obstsalat zum Frühstück. Ja, und alles klar, wir sehen uns. Tschüss.